Fortbildungsakademie Rechtenthal in Tramin. In dieser einmaligen Umgebung des Südtiroler Unterlands fand eine Klausurtagung der Landesregierung zum Thema Klimaschutz statt. Südtirol soll auf diesem Gebiet zum Vorreiter auf nationaler und internationaler Ebene werden. Bis Mitte 2020 soll die Neuauflage des Klimaplans Südtirol stehen. Es geht darum, unseren Lebensraum zu erhalten. Wir wollen das hier schützen. Und das tun wir eingebettet in einer Europäischen Union, wo Ursula von der Leyen jetzt auch den Green Deal verkündet hat. Und unsere Chance ist die, dass wir aufbauen können auf das, was geleistet worden ist in den letzten Jahrzehnten. Südtirol ist bereits gut aufgestellt und wir können Vorreiter in Europa sein. Und das ist für uns auch eine große Chance für eine nachhaltige, positive Entwicklung. Und das heißt, wir können jetzt die Voraussetzungen für morgen schaffen und dadurch auch viele Chancen nutzen. Wenn es um eine aktive Politik für den Klimaschutz geht, will Südtirol nicht nur seine Hausaufgaben machen, sondern ein mutiger Pionier auf diesem Weg sein. Gemeinsam mit Führungskräften der Landesverwaltung und Experten aus dem Bereich Klima hat die Landesregierung darüber beraten, was nötig ist, um Südtirol möglichst schnell klimaneutral zu machen, das heißt die CO2-Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Wir dürfen Klimaschutz betreiben, das soll man nie vergessen. Wir haben noch die Möglichkeit, sehr viel zu tun, um die große Katastrophe, die auf uns zukommt, abzuwenden. Wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen. Alles können handeln, jeder Einzelne von uns. Und das ist eigentlich das Wesen des Klimaplans der Zukunft. Jeder selbst ist mit in der Verantwortung. Die Klimaneutralität bezeichnet die Landesregierung als wichtigste Herausforderung des 21. Jahrhunderts. An insgesamt 11 Thementischen wird demnächst am neuen Klimaplan gearbeitet. Der erste Schritt wurde mit dieser Klausurtagung gemacht. An den Thementischen werden Vertreter aus Politik, Landesverwaltung und Wissenschaft sitzen. Wir sitzen heute zusammen mit unseren Führungskräften der Landesverwaltung, aber auch mit Experten aus der Wissenschaft, um einmal aufzuzeigen, was haben wir bereits, was können wir noch besser machen, was können wir besser nutzen, welche Chancen stecken darin. Und hier gilt es dann vor allem auch alle einzubinden. Die Wirtschaft natürlich, es braucht ein Umdenken, ein anderes Wirtschaften, aber auch die Menschen ganz einfach. Jeder von uns hat das Potenzial, auch seinen Beitrag zu leisten. Und heute wollen wir einen Startpunkt setzen für eine Diskussion, die in den nächsten Monaten folgt, damit wir einen neuen Klimaplan im nächsten Jahr haben, mit den Zielen und auch mit den konkreten Maßnahmen. Die Landesregierung ist sich bewusst, dass dieses Vorhaben nur gelingen kann, wenn es von möglichst vielen Teilen der Gesellschaft mitgetragen wird. Daher werden die Ergebnisse der Klausur zusammengefasst und veröffentlicht.